Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Heute noch einmal zu meiner Bitte, die ihr auch in dem angepinnten Kommentar unter jedem dieser Videos findet, an Fragesteller, sich, bevor sie eine Frage stellen, erstmal zu fragen, ob ihnen diese Frage wirklich wichtig ist und wenn ja, warum. Was ist es an dieser Frage, was mich wirklich interessiert, was mich persönlich betrifft? Das heißt, man sollte sich jede Frage, die man mir, dem Muho, stellt, erstmal sich selbst stellen. Was ich nicht behaupte, ist, dass man keine Fragen stellen sollte oder dass man die Antwort gleich mitliefern muss, ne? Das habe ich nirgends gesagt, ne? Aber ich möchte das Gefühl haben, dass euch eine Frage wirklich wichtig ist, aus dem Herzen kommt und dass ihr euch nicht nur die Frage euch selbst stellt, sondern dass ihr euch auch der Frage stellt, ne? Und gestern sprach ich über einen Kommentar, da hatte jemand das Gefühl, dass ich zu viel darauf herumreite, ne? Aber ich reite jetzt noch weiter drauf herum, ne? Eine andere Stimme. Das sind alles Kommentare unter einem Video. Da ging es um den Unterschied zwischen Arbeit und Spiel. Das war das letzte in einer Reihe, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, aber was ist deine Frage? Wie würdest du darauf antworten? Das war den Leuten dann irgendwann mal zu viel. Einer schreibt dir zum Beispiel, die Fragen sind sehr wohl wichtig, denn sie kommen wahrscheinlich von Leuten, die schon jahrelang üben und nicht weiterkommen. Zunächst mal, das habe ich nie bestritten, ne? Natürlich sind die Fragen wichtig. Natürlich sind die Fragen wichtig. Und wenn sie von einer Person kommt, die schon jahrelang übt und wirklich nicht weiterkommt, umso besser, aber das muss man auch spüren, ne? Oft spüre ich das nicht. Also ein kleiner Tipp an Leute, die das Gefühl haben, dass ihre Fragen von mir nicht ernst genug genommen werden. Wenn eure Frage beginnt mit, ich will jetzt auch einfach mal eine Frage stellen. Mich wird jetzt mal interessieren, was. Vielleicht könntest du mal ein paar Worte sagen über. Wenn eine Frage so beginnt, dann ehrlich gesagt, ist das für mich so ein bisschen Warnzeichen, ne? Zum Beispiel das kleine Wörtchen mal, ne? Ich will mal. Es gibt diese berühmte Geschichte, mal ist es ein Zen-Meister, mal ist es ein Rabbi. Vielleicht ist es ja auch eine Geschichte, die in verschiedenen Traditionen geteilt wird, ne? Also ein Lehrer und ein Schüler, die an einem Fluss spazieren gehen und der Lehrer fragt den Schüler, wenn es ein Rabbi ist, dann fragt er ihn, was ist Gott, ne? Wo finde ich Gott? Und wenn es ein Zen-Meister ist, dann fragt der Schüler vielleicht, was ist Buddha, ne? Oder was ist der Weg, was ist die Wahrheit, was ist Erleuchtung? Bitte erklär mir, was Erleuchtung ist. Und der Meister packt den Schüler am Kragen und steigt mit ihm in den Fluss und drückt ihn unter Wasser. 10 Sekunden, 20 Sekunden, eine halbe Minute, vielleicht sogar eine ganze Minute, bis er anfängt zu zappeln und zu strampeln und mit der ganzen Kraft versucht, wieder ans Wasser zu kommen, ne? Und der Meister lässt ihn atmen, ne? Und vielleicht wiederholt er sogar diese Prozedur noch zwei, dreimal. Wer weiß, ne? Am Ende schnappt der Schüler nach Luft und er fragt den Meister, ja, warum hast du das gemacht? Ich wollte doch nur wissen, was Erleuchtung ist oder was Gott ist oder was auch immer, ne? Und der Meister sagt ihm dann bekanntlich, ja, wenn dir diese Frage so wichtig ist, wie dir bis vor einem Moment die Luft wichtig war, ne? Wenn du so sehr nach der Antwort verlangst, wie du eben nach Luft verlangt hast, dann komm wieder, dann stell mir die Frage wieder. Und das ist genau der Punkt, um den es mir hier geht. Natürlich dürft ihr mir Fragen stellen, aber ich will, dass euch diese Frage wichtig ist.
Ich will nicht irgendeine, mich wird mal interessieren, was du zu sagen hast. Ne? Also um eine Metapher zu verwenden. Ne? Ich habe das Gefühl, dass viele von den Fragen eben nicht von Leuten kommen, die schon jahrelang üben und nicht weiterkommen, sondern eher klingt das so ein bisschen wie, da sitzt einer in seinem Schlauchboot auf dem Baggersee und der Wind treibt ihn so vielleicht ein bisschen an das andere Ufer. Ne? Er hat seine Liegematte hier auf dieser Seite und der Wind treibt ihn ans andere Ufer und dann wird er plötzlich ganz spanisch und ruft, Hilfe, 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 ich bin in Seenot. Nein, du bist nicht in Seenot. Du kannst ja auch vom anderen Ufer dann mit dem Schlauchboot zurück auf deine Matte und dann zu deinem Bier. Ne? Du bist nicht in Seenot, ne? Beziehungsweise da gibt es andere, die lehnen sich aus ihrem Schlauchboot so ein bisschen raus, ne? Und gucken, ah, den Mucho, ne? Ich sehe den Mucho, wie er da im See Brust schwimmt. Ne? Aber ich habe gehört, dass der Buddha seinen Schülern gesagt hat, dass es reicht, einfach nur toten Mann zu spielen. Warum sehe ich dich da Brust schwimmen, ne? Und da sind wieder andere, die machen ihren Schmetterling, ne? Mich würde mal interessieren, was da der Unterschied ist, ne? Und wie ist es mit dem Rückenschwimmen? Darf ich auch Rückenschwimmen oder nicht? Und meine Reaktion ist dann natürlich, spring erstmal ins Wasser, ne? Was interessiert dich das, wenn du im Schlauchboot sitzt, ne? Und mich fragst du Fragen übers Schwimmen, ne? Komm erstmal hier ins Wasser gesprungen, ne? Beziehungsweise das ist auch ein Koan, das es im Zen gibt, ne? Zwei Mönche gehen über eine Brücke und der eine fragt den anderen, wie tief glaubst du ist das Wasser hier im Fluss, ne? Und da packt er den beim Kragen und schmeißt ihn runter in den Fluss, ne? Die Möglichkeit habe ich hier über YouTube natürlich nicht, ne? Aber wenn ich sage, was ist deine Frage? Was ist wirklich deine Frage? Was willst du wirklich wissen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Dann ist das mein Versuch, so gut es geht, in diesem Medium die Leute beim Kragen zu packen und in den Fluss zu schmeißen. Das heißt, sie dazu aufzufordern, sich ihre eigene Frage selbst zu stellen, ne? Der Kommentar, den ich eben vorgelesen habe, ne, mir ist jetzt hier beim meinem Laptop leider die Batterie ausgegangen, deshalb ist er verschwunden. Ne, der ging noch ein bisschen weiter. Ne. Es geht dann darum, der Kommentator sagt, es spielt ja eine Rolle, ob der Fragesteller noch vor der Erleuchtung ist oder nach der Erleuchtung. Ne, und er gibt dann das Beispiel von einem Vogel, der erstmal lernen muss, zu fliegen. Und wenn er dann fliegen kann, dann muss er auch mit der Tatsache umgehen, dass man manchmal eine unsanfte Landung macht. Aber das Fliegen hat man dann schon vergessen. Ich weiß nicht genau, was der Fragesteller da meint oder der Kommentator. Es war keine eigentliche Frage. Er scheint zu suggerieren, dass, naja, wenn die Leute noch nicht erleuchtet sind, dann muss man ihnen ihre Frage schon beantworten. Aber die Erleuchteten, denen kann man die Frage selbst überlassen. Ne? Ich würde sagen, okay, mit der Metapher Ertrinken im Baggersee. Ne? Also wenn da jemand wirklich am Ertrinken ist, natürlich versuche ich den rauszuholen. Ne? Aber bei manchen habe ich das Gefühl oder die Hoffnung, die sind jetzt langsam bereit, aus ihrem Schlauchboot raus ins Wasser zu springen und die können natürlich nicht auf Anhieb Brust schwimmen und auch kein Delfin, ne, oder Schmetterling. Aber Delfin sagt man, glaube ich, im Deutschen, ne, und im Englischen Butterfly, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ne. Was wichtig ist, ist, dass sie lernen zu schwimmen und ich bin gerne bereit, ihnen zu erklären, wie ich mich versuche, über Wasser zu halten, ne.
Und natürlich musst du nicht von Anfang an Brust schwimmen und du musst auch nicht Delfin können, ne? Aber schlag erstmal um dich und lern, dich selbst über Wasser zu halten, ne? Und das muss man natürlich den Leuten auch erklären vor der Erleuchtung, ne? Also es ist nicht so, dass man bis zur Erleuchtung alle Fragen für die Leute beantwortet und dann nach der Erleuchtung sind die Leute dann endlich in der Lage, sich ihrer eigenen Frage selbst zu stellen, sondern nein, ne? Ob du erleuchtet bist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Warum sitzt du hier? Warum guckst du dem Muho bei YouTube zu, ne? Ihr müsst mir keine Antworten liefern. Was mich freuen würde, wäre, wenn ihr euch eurer eigenen Frage stellt, ne? Das bedeutet es, aus dem Schlauchboot raus in den See zu springen, ne? Okay, ich habe noch einige andere Kommentare zu genau diesem Thema bekommen, die mich auch beschäftigt haben. Insofern, morgen geht's noch einmal weiter, ne? Bis dann. Vielen Dank fürs Zugucken und möget ihr euch eurer eigenen Frage stellen. Tschüss.